Hallo Zürich! Seid ihr gut drauf? Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich hier in Zürich auftrete. Die Leute sind immer sehr nett, der Laden gerammelt voll und sie feiern jede Pointe, als wäre es die beste der Welt. Wie öffnet ein Deutscher eine Auster? Aufmachen! Ja, der klappt, ne, klar. Ich muss mich gleich am Anfang dafür entschuldigen, was ich für böse Sachen über Italiener und Deutsche sage, aber deshalb ja auch. Herzlich willkommen zu Holz und Vorurteil. Ich habe mir im Laufe der Jahre ein paar Lieblingsvorurteile herangezüchtet und die lässt man ja ungern wieder los dann. Zum Beispiel Menschen in Outdoor-Jacken in der Stadt. Sie kennen diese Outdoor-Jacken, Jack Wolfskin, The North Face und so weiter. Wenn ich Menschen mit solchen Jacken in der Stadt sehe, denke ich immer, die gehören hier eigentlich gar nicht her. Die sind eigentlich auf dem Weg in die sibirische Tundra und wollen nur schnell noch im Kaufhaus eine Harpune kaufen. Dann gab es andere Vorurteile, die ich lange gepflegt habe, wo ich aber feststellen musste, nee, ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Zum Beispiel Volksmusik. Ich habe früher gedacht, Volksmusik, das ist was für Rentner und Vertriebene. So dieses Heimatgesäusel, ne? Ach, früher war es so schön, es wird nie mehr so sein. Auf der anderen Seite des rhythmischen Spektrums haben wir dann sozusagen das Ufta, die Ufta-Volksmusik, so Musikantenstadel und sowas, wo man immer auf die Eins mitklatschen kann, also so eine Art Marschmusik minus Militär. Also im Prinzip Volksmusik, was für Menschen, die in den 30er Jahren sozialisiert wurden. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt in Europa ganz großartige Volksmusiken. Ich treibe mich ja auch ab und zu gerne mal in der Stadtteilbibliothek herum und nehme dann das ein oder andere Werk aus dem Weltmusikregal mit nach Hause. Und ich habe aufgrund oberflächlichen Studiums dieser Musiken eine Theorie entwickelt. Die Theorie lautet wie folgt. Die Volksmusik nimmt das Geräusch, das in ihrer Umgebung am häufigsten ist, und versucht es mit Musik zu imitieren. Also wir haben zum Beispiel in Irland, liegt ja am Atlantik, das häufigste Geräusch dort, das ist das Pfeifen des Windes um die Häuser. Um dieses Geräusch nachmachen zu können, haben die Iren die Tin Whistle erfunden. Das ist eine Flöte, ungefähr so lang und so dünn, komplett aus Blech. Und wenn man die richtig spielen kann, dann klingt sie genauso wie Wind, nämlich so. Dann haben wir zum Beispiel in Südeuropa, Sizilien, Griechenland, Spanien oder so. Das häufigste Geräusch dort, das ist der Lärm der Zikaden. Das sind solche kleinen Insekten, so groß, die sitzen zu Hunderten in den Büschen und Bäumen und machen dieses Geräusch. Um dieses Geräusch imitieren zu können, haben sich die Sizilianer Mandolinen gebaut, und wenn man die im Tremolo spielt, wie es dort Usus ist, also sehr schnell anschlägt hintereinander, klingen sie genauso, nämlich so. Was gibt es zum Beispiel in Deutschland an Volksmusik? In Deutschland ist natürlich klar, die bekannteste deutsche Volksmusik ist bayerische Blasmusik. Jetzt ist die Frage, welches Geräusch soll damit imitiert werden? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Also ich gehe mal von einem tiefen Instrument aus, von der Tuba unten. Ja. Das könnte entweder ein natürliches Geräusch sein, zum Beispiel dieses hier. In Bayern sehr häufig, allerdings auch nicht häufiger als in Österreich oder in der Schweiz oder in anderen Gegenden Europas. In anderen Gegenden gibt es aber diese Musik nicht. Deshalb halte ich es für viel wahrscheinlicher, dass es sich hier um die Imitation eines menschlichen Geräusches handelt. Das häufigste menschliche Geräusch in Bayern, das sind Männer im Wirtshaus. Was? Du? Na, ich? Depp? Was? Weiter? Zum Vergleich. Was? Du? Na, ich? Depp? Was? Weiter? Spinnst du? Arschloch? Zipfi? Depp? Krumpf? Wahnsinn. Gestört, oder was? Jetzt kann man sagen, das sind ja alles Geräusche vom Land, gibt's keine Volksmusik in der Stadt. Und meine Theorie ist doch, es gibt sehr wohl Volksmusik in der Stadt. Sie heißt nur nicht so. Das häufigste Geräusch in der Stadt ist Lärm.
Mit welchem Instrument kann man dieses Geräusch imitieren? Gibt's eigentlich nicht, ne? Der Städter hat aber sowieso keine Zeit, ein Instrument zu lernen, aber er hat einen Computer zu Hause. Aus diesem Grund wurde Techno erfunden. Da war sie wieder, meine Abneigung gegen Volksmusik. Oder drücken wir es in diesem Fall etwas spezieller aus, gegen elektronische Musik. Ich halte den Terminus elektronische Musik schon für irreführend, weil es sich nach meinem Dafürhalten nicht um Musik handelt. Und wenn ich das sage, dann sage ich das nicht aus so einer rentnerhaften, das ist doch keine Musik-Haltung heraus, sondern ich glaube, die elektronische Musik erfüllt einfach nicht den Anspruch, den ich an Musik habe. Ich finde, Musik sollte Stimmungen erzeugen. Musik ist auch die Kunstform, mit der das am einfachsten geht. Es geht zum Beispiel nicht so gut mit Bildhauerei oder Teppichknüpfkunst. Aber welches Gefühl soll erzeugt werden, wenn es die ganze Zeit nur Bum-Bum macht? Bei mir höchstens genervt sein. Ich will mal so ein klassisches Set eines Elektro-DJs demonstrieren. Es geht erstmal so los, für diejenigen, die das nicht kennen. Da ist die Menge schon erstmal sehr begeistert. Es ist aber nicht so, dass es total monoton wäre. Ich will mal die Sache stark abkürzen. Nach 10 Minuten passiert was, man muss aber ganz genau hinhören. Achtung! Achtung! Wow! Zwei Geräusche oder was? Die sich abwechseln? Wie heißt dieser DJ-Mann? Da muss ich hin! Abgefahrener Scheiß! Na, mir geht das deshalb so auf den Nerv, weil es mittlerweile überall ist. Im Café, im Klamottenladen, mittlerweile auch in der U-Bahn. Und man kommt da gar nicht mehr drum rum. Diese Ubiquität, ja, dieses Überallsein dieser Musik ist etwas, was mir furchtbar auf den Nerv geht. Ich glaube, in Zürich ist das nicht anders als in Berlin. Man kann eigentlich nirgends mehr hingehen, ohne dass es heißt, danach legt noch ein Elektro-DJ auf. Kommst du mit heute Abend, da ist so ein guatemaltekisches Kurzfilm- und Ausdruckstanzfestival, danach legt noch ein Elektro-DJ auf. Oder kommst du zur Insolvenzeröffnung von meinem Betrieb, danach legt noch ein Elektro-DJ auf. Oder der Opa, der war sowieso immer ziemlich locker drauf, der freut sich bestimmt, wenn nach der Beerdigung noch ein Elektro-DJ auflegt. Sie merken es schon, es hängt auch so ein bisschen an meinen eigenen Vorurteilen. Man darf auch nicht über Vorurteile sprechen, ohne seine eigenen deutlich zu machen oder sich darüber klar zu werden. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe festgestellt, ich beurteile Menschen nach ihrem Äußeren. Tatsächlich. Allerdings nur nach Äußerlichkeiten, für die der jeweilige Mensch auch was kann. Also jetzt nicht Körpergröße, Hautfarbe, Figur oder so, sondern eher Gesicht. Doch, ich glaube, unter bestimmten Umständen können Menschen was für ihr Gesicht. Schau da an der Rezeption, da steht eine Frau, die Mundwinkel nach unten und die Miene grau. Ihre schlechte Laune riecht man in der ganzen Lobby, aber angefressen sein, das ist seit langem schon ihr Hobby. Sie hat eigentlich kein Problem, jedenfalls kein finanzielles, doch es nervt sie, dass ihr Reiseleiter noch nicht im Hotel ist. Das Haus ist abbezahlt und die Rente ziemlich sicher, wenn dann der Reisebus zu spät ist, ist das umso ärgerlicher. Das ist ja schon eine Frechheit, 80 Euro immerhin. Wolfgang, eines sag ich dir, hier fahren wir nicht mehr hin. Noch nicht 9:30 und sie ist schon sauer und das muss sie jetzt verknusen. Es läuft leider nicht immer wieder heim in Leverkusen. Schau dir das gut an, das passiert zumeist, wenn dein Motto sowas lass ich mir nicht bieten heißt. Auf der Oberlippe Ärger und die Stirn mit Frust vermint. Über 40 hat halt jeder das Gesicht, das er verdient. Ich möchte an dieser Stelle einer gewissen Besorgnis Ausdruck verleihen. Es haben jetzt Leute gelacht. Ich weiß nicht so genau, ob ich das gut finde. Diese Fremdheit, ja, dieses Wegsein von allen, diese Beschränkung auf den eigenen Horizont und dieser latente Rassismus, das sind ernste Themen. Das ist nichts, worüber man lachen sollte. Lachen heißt immer auslachen, das heißt verniedlichen. Und wer verniedlicht, nimmt den Feind nicht ernst und das öffnet dem Feind nämlich Tür und Tor. Wir machen hier kein Tandaradei. Was ich eigentlich damit sagen will: beliebtes Vorurteil, wenn gelacht wird, ist es keine Kunst. Höchstens Kleinkunst. Kleinkunst, alter Vater! Das kann man sich auch nur in Deutschland ausdenken, oder? Es gibt so richtige Kunst, dann gibt es so Kleinkunst. Ja, kannst deine Sachen auch machen hier, Jüngchen, ne? Das kann man doch nicht ernsthaft als Beruf angeben. Ich muss das machen. Was machen Sie beruflich?
Kleinkunst. Soll ich mal die Pantomimewand machen, oder was? Das kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist genauso wie, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich sammle Gummibänder aus aller Welt. Bisschen hängen geblieben. Das liegt aber auch daran, dass viele Menschen glauben, wo gelacht wird, kann kein Ernst sein. Und wo kein Ernst ist, kann kein wichtiger Inhalt vermittelt werden. Genau, Ernst. Das ist das, was wir wollen. Hurra! Deutschland, Heimatland der Ernsttümelei. Schlechte Laune, Verachtung der Freude und unbedingter Missionierungswillen, das ist das, was Preußen groß gemacht hat. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzel ich gern einmal. Oh. Das ist Humorlosigkeit im eigentlichen Sinn, ne? Es hat alles seinen Ort und seine Zeit. Auch der Humor. So wie das Essen und der Sex. Wer Sex mit stimmhaftem S ausspricht, der legt auch ein Handtuch unter. Auch beim Lachen. Erstmal ein Handtuch auslegen, weil könnte ja sein, dass man was einsaut. Nein, Mann, genau darum geht's. Komik heißt, Sachen brechen auseinander, werden eingesaut, sind am falschen Platz oder fallen plötzlich um. Das ist Komik. Da, wo alles an seinem Platz ist, da ist es keine Komik, da ist es höchstens Humor. Und wenn ich Humor sage, dann meine ich das nicht im Wortsinne, also eine Lebenseinstellung, in der auch mal was egal ist, in der man die Sachen nicht so wichtig nehmen muss, inklusive sich selbst, sondern da meine ich es so, wenn der wie der Volksmund es meint, wenn er sagt, ich bin auch schon ein Mensch mit Sinn für Humor. Wenn das jemand sagt, gehen Sie weg. Leute, die behaupten, sie haben Sinn für Humor, sind meistens im Karnevalsverein. Also da, wo man sich, bevor man lachen darf, erstmal eine Uniform anziehen muss. Die gleichen Leute argumentieren auch immer mit Niveau. Das ist mir zu niveaulos. Ich möchte bitte mehr Niveau, Niveau. Was soll denn das sein, Niveau? Was die meinen ist, Niveau ist immer da, wo man was nicht so genau versteht oder wo was sehr, sehr langweilig ist. Französisches Autorenkino zum Beispiel. Michel, der Mond sieht heute aus wie ein sehr kranker Seemann. Claude, als ich ein Kind war, hatte ich sehr große Angst vor Hamstern. Michel, du bist mein bester Freund. Ich heiße nicht Michel Jean-Yves. Hä? Keine Ahnung, wovon die reden. Und es macht so richtig, richtig überhaupt keinen Spaß. Das muss ein unglaublich hohes Niveau sein. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und sagt, guten Tag, haben Sie Flipflips? Kein Niveau. Überhaupt kein Niveau.